Hallo Gipfelschaufreunde, heute ist es nun soweit. Ich lade meinen 100. YouTube-Beitrag hoch. Das ist ein guter Zeitpunkt, auf das Erlebte zurückzuschauen und einen kleinen Blick vorauszuwerfen. Einige Höhepunkte unter vielen waren zum Beispiel der Vulkanausbruch des Ätna auf Sizilien am 12. April 2012, den ich auf über 3000 Meter Höhe hautnah erleben konnte. Oder die Besteigung des höchsten Berges der Alpen, des 4810 Meter hohen Mont Blanc. Oder die Besteigung des höchsten Berges Europas, des 5642 Meter hohen Elbrus im russischen Kaukasus. Oder die Expedition nach Ecuador mit der Besteigung des 5897 Meter hohen Cotopaxi. Oder die Expedition nach Bolivien mit Bergbesteigungen in der Cordillera Real und im Sayama Nationalpark, wo wir auch auf dem Gipfel des 6052 Meter hohen Akutango standen. Und die kürzlich durchgeführte Expedition nach Mexiko, über die demnächst weitere Berichte folgen. Natürlich habe ich auch für die Zukunft viele neue Touren und Expeditionen geplant. Und auf meiner Festplatte schlummert bereits jetzt Fotomaterial für mehr als 300 weitere Tourenberichte. Zum Beispiel in den Pyrenäen. Und natürlich in den Alpen. Wenn jemand einen Tourenvorschlag für mich hat, schreibt ihn mir als Kommentar. Vielleicht unternehme ich diese Tour und präsentiere den Bericht in meiner Gipfelschau. Also freut euch darauf und bleibt meiner Gipfelschau treu.